Servus, grüezi und hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf Sossi Spielwiese. Ich bin der Sossi, das sind meine Hände und schaut mal, wie ich euch Schönes mitgebracht habe. Genau, es ist Evelyn aus der Masters of the Universe Origins Reihe, rausgebracht 2020 in der sogenannten Wave 1, also der ersten Welle von Mattel, zusammen mit weiteren Figuren. Die weiteren Figuren zeige ich mal ganz kurz auf der Rückseite, nämlich He-Man, Skeletor, Teela, Evelyn Hammergrad, Beastman und Man-at-Arms. Die Figuren hier habe ich alle schon vorgestellt. Das heißt, Evelyn ist jetzt die letzte Figur aus der ersten Welle, die ich hier in diesem Kanal vorstelle. Und danach geht es in die zweite Welle. Und da habe ich auch schon ein paar Figuren vorrätig. Ich bin ganz hibbelig. Aber jetzt bleiben wir erstmal bei ihr hier. Evelyn hat, wie man hier sehen kann, keine Bildunterschrift, also keinen Namens. Unterschrift, Beschreibungstext liegt daran, dass sie nicht die, dass es nicht die amerikanische Version ist, sondern die europäische, sage ich jetzt mal. Und weil es nicht drunter steht, bin ich natürlich in der Verpflichtung, euch das zu sagen, denn es ist ja wichtig, dass ihr wisst, was Evelyn eigentlich für eine Figur ist. Ja, das ist ja ein ganz wichtiges Detail, das man hier bei der Europackung offensichtlich vergessen hat. Gut, dann sage ich es euch einfach mal. Also, es ist die Evil Warrior Goddess. Also genau das Gegenstück zu Teela, die ja die Warrior Goddess war, ist das jetzt die Evil Warrior Goddess, also die böse, die teuflische. Und im Deutschen hatte da damals bei der Vintage-Figur was ganz Cooles gestanden, nämlich die Herrscherin des Schatten. Ja, die Herrscherin des Schattenreichs. Deutlich besserer Untertitel als bei Teela. Da stand nämlich die Herrin Eternias, was ja de facto falsch ist. So, Herrscherin des Schattenreichs. Ja, ansonsten ist ja eine filigrane Figur, also eine kleine, zierliche Figur, weil es ja eine Frau ist. Und sie steht aber hier ziemlich ihren, also sie steht hier ihren Mann, kann man sagen. Die steht hier ziemlich fest drin. Warum? Weil sie in so einem tollen Blister. Also mit einer Blisterschale hier eingepackt ist. Und dann sehen wir auch gleich noch ihren magischen Stab da im Hintergrund. Der hängt da den Comic Beast Barrage. Haben wir auch. Ja, was gibt es noch zu sagen? Eigentlich nichts. Wir drehen das jetzt nochmal um. Ich habe ja schon jetzt leider das Artwork verraten, aber na gut. Was haben wir denn hier Schönes? Es ist Evelyn, ganz eindeutig. Und was macht sie denn da gerade? Irgendwas beschwört sie mit ihrer linken Hand, irgendein Portal eventuell. Und schaut dabei echt grimmig. Und ich finde auch dieses Artwork ist super. Nicht ganz so super wie bei Teela, aber auch ziemlich cool. Kommt das Teuflische ziemlich gut raus, wie ich finde. Ne? Genau, und dann haben wir hier noch eben die anderen Protagonisten der ersten Welle. Und das, was sie noch so kann an Bewegungspunkten. Zu den anderen Figuren habe ich natürlich auch Reviews gemacht. Das muss ich jetzt gleich mal an der Stelle euch mitteilen. Und da gibt es natürlich auch Videos dazu und diese Videos, die verlinke ich in der Beschreibung und auch hier in den Beschreibungstexten, also in den Infoboxen. Ich würde mich freuen, wenn ihr da mal reinschaut. Die Figuren sind toll, die Videos sind toll. Das wäre eine ganz großartige Sache. So, das ist jetzt die Packung. Ich glaube, mehr gibt es zu ihr nicht zu sagen. Ich würde sagen, ich nehme jetzt mein Präzisionswerkzeug und entfessle Evelyn aus diesem Blister. Und dann gucken wir sie uns im Detail an und ich bin sehr gespannt, was uns da erwarten wird. Ein bisschen dann auch Comparison Time und so weiter. Mal gucken. Da habe ich was ganz Spezielles diesmal dabei. Lasst euch überraschen. Also, bis gleich in wenigen Millisekunden hier. So, da sind wir wieder mit Evelyn aus der Packung rausgeschält. Ihr seht, sie hat nicht viel Zubehör dabei. Es ist eigentlich nur ihr Stab mit dem Kristall, mit der Kristallkugel oben drin und natürlich der Comic. Das ist jetzt das letzte Mal, dass ich diesen Comic hier an der Stelle zeigen werde, denn es ist ja auch die letzte Figur der Wave 1, die ich vorstelle. Beast Barrage, ohne Sprechblasen. Aber alles dazu habe ich bereits im He-Man-Video gezeigt. Also klickt doch einfach drauf, dann könnt ihr das im Detail nochmal euch anschauen. So, dann Evelyn mit mit ihrem Zubehör. Dieser Stab hier, ja, der scheint mir wieder recht wulstig zu sein, so ähnlich wie bei Teelas Stab eigentlich auch schon. Ja,
Jetzt nichts Besonderes, da fehlen Details und so weiter. Macht mich jetzt überhaupt nicht anders da, wenn ich ehrlich bin. Das hätte man besser machen können. In jeglicher Hinsicht, wenn man gewollt hätte. Man kann natürlich sagen, wir bleiben an der Vintage-Variante, aber ganz ehrlich, die haben an den ganzen Origins-Figuren alle möglichen Sachen verändert. Da hätte man auch was an dem Stab ändern können. Außerdem meine ich, dass der Stab ein bisschen zu dick ist für Evelyns Hand. Ich habe es noch nicht ausprobiert, aber jetzt werden wir es machen. Und es passt schon rein, aber ihr seht immer, da ist immer so ein kleiner Spalt. Immer. Das war auch bei Tila so mit ihrem Schlangenstab. Und da ist natürlich schon die Frage, ob das jetzt hier oben an diesem Daumen liegt, der das so rausdrückt, oder ob der Stab vielleicht ein kleines Stückchen hätte filigraner sein können. Das ist ja eine Glaubensfrage. Ansonsten hat der Stab ein Feature, das er in der Vintage-Variante hatte, nämlich er kann nicht glühen. Er kann nicht im Dunkeln glühen, wenn er vorher schön mit Licht aufgeladen worden ist. Und das ist für mich sehr traurig. Bei Scareglow, das werdet ihr noch in den anderen Videos sehen, geht es ja auch. Der leuchtet nämlich auch im Dunkeln. Das hätte man mit dem Stab auch machen können. Also dieser Stab ist wirklich lieblos. Der ist lieblos produziert. Deswegen bin ich da ein wenig enttäuscht. Aber ich kann ihn hier als Zeigestock verwenden, immerhin. Gut, dann kommen wir nochmal zur Herrscherin des Schattenreichs. Evelyn hat ja den gleichen Torso wie Teela. Das war bei der Vintage-Variante so. Das haben sie jetzt hier in der Origins-Variante auch so gemacht. Macht wahrscheinlich auch allein deswegen Sinn, weil man ja die Vintage-Varianten mehr oder weniger kopieren möchte. Da macht man das auch so. Das heißt, hier sind eigentlich nur die Farben anders. Ansonsten der ganze Rest hier ist alles gleich. Sogar auch diese Applikation so alles gleich. Sogar die Armreifen und der Armschutz hier ist das gleiche. Nur finde ich es hier bei Evelyn besser als bei der Vintage-Variante. Also bei Teela war es ja so, war ja viel Gold in der Vintage-Variante. Das hat es ja in die Origins-Version nicht geschafft. Deswegen war ja die Rüstung oder das, was Rüstung ist ja fast gar nicht, was Teela anhatte, so ein bisschen eine Enttäuschung in der Origins-Version, weil vieles von dem Goldenen gefehlt hat. Hier ist es nicht so eine Enttäuschung. Warum? Weil Evelyn sowieso nichts Goldenes oder ganz wenig Gold irgendwie mit drin hatte, meine ich. Und so ist sozusagen die Variante hier eigentlich fast besser oder zumindest gleichwertig dazu. Dazu kommt jetzt aber der gleiche große Vorteil, den Teela im Vergleich zur Vintage-Variante hatte, nämlich das Gesicht. Und ich werde mal schauen, dass ich hier mal ein Bild einblende, damit ihr mal es vergleichen könnt, weil ich leider die Vintage-Evelyn nicht habe. Ich habe für die Comparison Time ein bisschen was anderes mitgebracht, aber die Vintage-Variante habe ich nicht. Aber dass ihr das mal seht, also Teela hatte ja dieses Problem, dass die Vintage-Teela diesen Puppenlook, diesen Botox-operierten Look hatte, sage ich jetzt mal, überschminkt auch. Und das gleiche Problem hatte Evelyn auch in der Vintage-Variante und auch hier ist das Gesicht deutlich besser gelungen. Ein richtig schönes Gesicht tatsächlich. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ich meine sogar, dass mir das fast besser gefällt als das von der Classics-Variante. Und auch, was schöner ist, der Helm hier wirkt in der Origins-Variante ein bisschen ausgefeilter, ein bisschen präsenter, ein bisschen, ja, schöner gemacht. Wieder eine Sache, die Geschmackssache ist, aber die ich nicht ganz verstehe. Evelyn hat jetzt hier in der Origins-Variante einen deutlich helleren Gelbton. Also die sieht jetzt hier richtig gelb aus. Das ist richtig gelb, grelles Gelb. Da muss man natürlich dazu sagen, warum ist das so? Kann es wieder sein, dass es vielleicht eine Hommage an die Mini-Comics ist? Weil in den Mini-Comics sieht sie auch nicht so ganz aus wie die Vintage-Figur. Da hat sie auch. Also das ist so, ich sag mal, im Minicomic ist sie so zwischen dieser Farbe hier und der Vintage-Farbe. Geht eher sogar noch in die Richtung hier. Das kann vielleicht sogar damit zusammenhängen, wobei ich das jetzt gar nicht mal sagen möchte, weil ja prinzipiell alle Origins ein bisschen heller, greller und pastellfarbener sind. Ja, ansonsten hier noch die Knie. Kommen wir gleich noch drauf zu sprechen, wenn es um Bewegungspunkte geht, aber das sehen wir sofort. Die Knie, die ganzen Beine eigentlich der Vintage-Figur ist hübscher. Auch bei Teela war das ja so, vor allen Dingen deswegen, weil hier wegen der Gelenke ich sag mal, diese Haut hier so ein bisschen überlappt. Ja. Und das sieht bei Mann okay aus, tatsächlich. Beim Mann immer hier He-Man zur Hand. Da merke ich nicht so viel davon. Da kommt das fällt überhaupt nicht auf. Aber bei ihr fällt es halt unheimlich auf.
Und deswegen ist das nicht so schön, tatsächlich nicht so schön. Ja, ich würde sagen, aber sonst passt das eigentlich ganz gut. Da kann ich mich gar nicht beschweren. Machen wir mal die ganzen Bewegungspunkte und was man so machen kann. Also, man könnte den Kopf drehen, sogar um 360 Grad, obwohl der Helm und der Kragen vielleicht hätten stören können, aber das geht. Dann können wir die Schulter um 360 Grad bewegen, das geht auch. Wir können Ellbogen bewegen, wir können die Hand vor und zurück bewegen, alles gut. Wir können den Torso drehen, Knie gehen, Spagat geht, Füße und auch die Bootskümmer. Die Bootskümmer drehen, aber auch hier unten tatsächlich die Knie können wir drehen. Das ist aber. Ach, das geht auch schon damals. Okay. Habe ich das überhaupt schon jemals ausprobiert in irgendeinem Video? Ich weiß gar nicht. Ich glaube, insgesamt haben die Masters 16 Bewegungspunkte. Also der durchschnittliche Masters of the Universe Origins-Figur hat durchschnittlich, meine ich, 16 Bewegungspunkte. Okay, das geht auch. Sowas kann man abziehen. Wir können Torso abziehen, wir können. Kopf ist ein bisschen schwieriger, weil er so klein ist, um ihn zu packen. Hand geht, Schulter geht. Und Boots gehen. Und damit kann ich jetzt mal was machen, was ich beim letzten Mal nicht machen konnte, weil ich noch die keine Frau hatte im Angebot hatte. Wir können das jetzt mit Tila mal kombinieren. Nur mal so Spaß an der Freude, sage ich jetzt mal, gell? Also wir könnten zum Beispiel mal Tilas Kopf abmachen und mal Evelyns Kopf drauf machen. Ach, boah, ploppt auch wunderbar ein. Boah, sieht doch gar nicht mal so schlecht aus. Das gleiche können wir jetzt aber auch mal hier bei ihr machen. Und dann so draufsetzen. Das passt, finde ich, deutlich weniger gut. Aber das Gesicht hier, der Kopf, der passt ganz gut. Tatsächlich, hätte ich jetzt nicht so gedacht. Machen wir mal so. Ah, dieses Hin- und Herploppen und Austauschen, das hat schon was, gell? Das ist schon cool. Ja, also du könntest jetzt aussehen, das ist jetzt nur ein Beispiel. Ist natürlich mehr oder weniger Kokolores. Interessant wird es vielleicht nochmal mit Shira, die ich noch nicht habe. Das müsste ja eigentlich auch so von den Proportionen her das gleiche sein. Das heißt, da hätten wir drei Figuren, wo wir schon Teile miteinander tauschen können. Und bei so wenig, ich sag mal, Frauen, Körpern im Angebot oder Frauenkörperteilen im Angebot, besser gesagt, braucht man ja sozusagen alles, was man haben kann an Ersatzteilen, um irgendwie miteinander tauschen zu können. Und deswegen bin ich ganz froh, dass es auch Shira gibt. Und da bin ich auch mal gespannt, was da, wie das dann aussieht, wie das möglich ist und so. Aber ganz prinzipiell muss man auch ehrlich sagen, dieses Austauschen untereinander und so, ich weiß nicht, wer das eigentlich macht. Also letzten Endes bleiben doch die Figuren in ihrer angestammten Variante. So, das ist jetzt so filigran, ist gar nicht so schwer, gar nicht so leicht, das reinzudrücken. So, machen wir sie wieder, wie sie mal war. Damit hier nicht der falsche Eindruck entsteht, dass irgendwie Evelyn völlig anders aussieht, als sie aussieht. So, kurz mal schauen, wie war das? So, irgendwie, oder? Wie war es denn irgendwie? Ja, so, oder? Okay, gut. Jetzt haben wir sie so verrückt, jetzt sind wir sie gar nicht mehr in Form, die gute Frau. Okay, das ist das. Dann machen wir die mal hier weg. Wie gesagt, ich kann es nicht mit der Vintage-Figur vergleichen, weil ich sie nicht habe, aber ich möchte jetzt gerne einen Vergleich machen. Jetzt ist irgendwas stimmt doch hier nicht. Einen Vergleich machen mit. So, jetzt. Jetzt. Mit der Classics-Figur. Und da habe ich tatsächlich zwei im Angebot. Zwei im Angebot. Und zwar einmal eine ausgepackte. Das ist nämlich die Battleground Evelyn, die nicht gelb ist, sondern grau, grauhaarig ist, als auch graue Hautfarbe hat. Aber diese, also ich habe die deswegen ausgepackt, weil ich die ja, also Evelyn ist ja optisch irgendwie so ein bisschen komisch, sage ich mal so richtig. Also gerade die Vintage-Figur, die sah ja richtig kacke aus, ehrlich gesagt. Und ich fand jetzt die hier mit dieser Kurzhaarfrisur und den grauen Haaren und dieser lila Kombi richtig geil. Prinzipiell hat sie ja auch das gleiche hier, die gleiche Rüstung und so, ne? Aber in dieser Variante richtig cool, deswegen steht die bei mir im Regal. Hier ist übrigens mal ein Stab, wenn man ihn machen würde, ein bisschen hübscher machen würde, könnte der auch so aussehen. Ich meine, der ist jetzt auch nicht hochaufwendig, aber könnte schon auch ein bisschen besser aussehen. So, das ist die Battleground Evelyn, aber
Wir haben auch noch diese hier. Die kann ich leider nicht auspacken. Werde ich jetzt nicht live vor der Kamera machen. Ist mir zu teuer, das auszupacken. Aber hier sieht man auch noch mal ganz gut, denke ich, wie es aussehen könnte, wenn man jetzt noch so ein bisschen mehr ja, Aufwand reinfließen lässt. Gerade in den Stab auch hier, denke ich, sieht man, dass da schon ein bisschen mehr möglich ist. Die hat übrigens noch einen Dolch in der Hand, sehe ich gerade. Ja, aber ich möchte das nicht zu überbewerten, denn die Classics, habe ich ja schon oft gesagt, laufen außer Konkurrenz. Das kann man nicht mit denen hier vergleichen. Die sind einfach nicht in derselben Preisklasse. Okay, so, dann weiß ich nicht. Haben wir noch irgendwas zu sagen? Oder, ach ja, Gesicht wollte ich noch was sagen. Genau. Das Gesicht ist ein anderes als bei der Vintage-Figur. Bei der Vintage-Figur, also abgesehen davon, dass es nicht aussieht wie ein Botox-Gesicht, aber die Mimik ist eine andere. Und zwar hat die jetzt hier einen Mund, der ein leicht gefletschtes, also ja, ein leicht gefletschtes Gebiss sozusagen offenbart. Die hat einen deutlich verbisseneren, ja, energischeren Gesichtsausdruck durch diese gefletschten Zähne. Und was auch cool ist, dass wieder dieser grüne Lidschatten mit drin ist. Nur so leicht angedeutet, aber der ist auch wieder mit dabei. Also das finde ich eigentlich auch ganz nett. Ja, okay. Ja, ich glaube, mehr gibt es nicht zu sagen. Das war's von meiner Seite. Irgendwas habe ich mit den Füßen hier gemacht. Das muss ich mir gleich nochmal in Ruhe anschauen. Stimmt doch irgendwas nicht. Jetzt glaube ich, oder? Ach, ich glaube, jetzt passt's. Ja, ich muss sie mal hier so kurz so die Gymnastikstellung machen, damit man sie besser sieht. Evelyn ist ähnlich wie Tila. Und jetzt kommen wir zum Fazit. Eine Figur, die man auf jeden Fall in seiner Sammlung haben muss. Auch wenn man jetzt sagt, oh, ich bin jung und so spiele nicht so gern mit Mädchenfiguren, kann ich gut nachvollziehen. Habe ich auch als Junge nicht gern gemacht. Aber es gehört einfach dazu. Und ich finde sie eigentlich gut gelungen. Das Gesicht ist top, tippitoppi. Der Rest, ja, wie gesagt, diese überlappenden Hautteile, geht vielleicht nicht anders durch die Gelenke. Stab ist ein Lowlight, muss ich leider sagen. Passt mir nicht so gut. Comic ist natürlich der gleiche, das kennen wir schon. Dafür, wie gesagt, hier Helm ein bisschen schöner, die Rüstung, Bemalung und so weiter, passt alles sehr gut. Gelenke und so weiter, man kann alles machen, was man möchte, funktioniert alles wunderbar. Ansonsten kann ich an der Figur, und sie fühlt sich auch gut an, also da, also ich würde sagen, wenn ich jetzt zwischen Tila und ihr vergleichen müsste, Tila hat die bessere Ausrüstung, aber die ist nicht, also Evelyn ist nicht so eine Enttäuschung im Sinne der Rüstungsbemalung, weil hier, die fällt nicht so deutlich hinter der Vintage-Variante zurück. Hier nämlich schon. Und deswegen ist vielleicht Evelyn tatsächlich so ein bisschen die bessere Figur. Aber beide passen mir gut. Beide hübsche Figuren und beides sollte man in seiner Sammlung haben. Deswegen natürlich auch hier eine Kaufempfehlung und mehr, glaube ich, gibt es zu ihr nicht zu sagen. Ich wäre sehr daran interessiert, wenn ihr eure Meinung äußern würdet. Habt ihr sie auch schon? Wie findet ihr sie? Vorteile, Nachteile? Seht ihr es so ähnlich wie ich? Oder habe ich mich da irgendwie völlig verrannt, vergaloppiert? Sagt es mir, schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr wollt, dürft ihr natürlich auch einen Daumen da lassen. Egal in welche Richtung, gell? Es muss schon eine wahre Aussage sein, euer Daumen. So, das war's an der Stelle von mir. Es war die letzte Wave 1-Figur. Es wird jetzt hier im Kanal natürlich mit den Figuren weitergehen. Ich habe jede Menge Origins noch auf Halde sozusagen, die jetzt nach und nach kommen. Aber es geht jetzt natürlich dann mit Wave 2 weiter oder vielleicht sogar die Deluxe-Version oder vielleicht mal ein Battle Cat. Ich weiß es noch nicht genau. Das wird sich dann zeigen. Aber auf jeden Fall geht es hier im Kanal weiter. Und Wave 1 ist hiermit abgeschlossen. Und ich bin eigentlich mit der Wave, so als kleines Fazit vielleicht, sehr zufrieden. Es gab ein paar Highlights, es gab ein paar Sachen, die mir nicht so gut gefallen haben, aber unterm Strich sind die Origins bis jetzt ziemlich cool. Und das ist mein Schlusswort zu diesem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.